Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer TV und willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal. Und heute mal wieder ein Dual-Commentary mit einer Person, die ihr euch schon lange, 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 lange gewünscht hat, aber er war so fett, dass er geplatzt ist und auch bekannt unter Rampö. Hallo. Ja, servus Leute, Rambo hier und ja, wir haben es endlich mal wieder geschafft, ein Dual-Commentary aufzunehmen. Also wir machen es jetzt gerade, also wir machen es im Bett auch, aber es ist eine andere Geschichte. Und ja, also ja, das Gameplay ist vom JB und der sagt jetzt mal kurz was zu Ja, seinem. echt, echt, ey. Also hier, so Nuketown-Gebäsche, Herrschaft mit AKU, Doppelmagazin in Gold. Perks waren bestimmt Kugelsicherheit, Flinkheit, Taktikmaske. Bestimmt. Ja, also Cam, Claymore, Flash und ach, Stun und Semtex und Killstreaks waren Blackbird, Chopper, Gunship, üblich halt. Einfach nur Gebäsche und ja, wir haben auch ein Thema vorbereitet. Hat der Rambo sich gerade so richtig gut überlegt. Und ja, wie heißt das Thema denn? Was? Wie heißt das Thema denn? Also das Thema hat mehrere Namen, könnte man auch nennen. Wie war Black Ops damals und wie ist es heute? Beziehungsweise, weil die Spielerquote, Rate, whatever, ja, doch schon ziemlich runtergegangen ist in Black Ops. Also, es spielen sehr, sehr wenig Leute. Ich glaube, maximal so 3.000, 4.000, oder? Ja, also manchmal sind sogar etwas mehr, aber ich glaube nicht mehr als 5, 6.000, vielleicht einmal 8, das war vor 3 Wochen oder so, waren es mal 8.000, also es war schon etwas heftig, aber es ist echt runtergegangen. Ich weiß noch damals, wie viele es gespielt haben, alle 40, 50.000, nein, sogar Ja, mehr. locker. Und jetzt kriegst du nur Nuketown-Server und so. Und früher war es schon recht chillig, da bist du hier Black Ops, hier hast du gestartet und da konntest du ja alles suchen, Team Deathmatch, Free for All. Hardcore, Softcore, Teamkill an, Teamkill aus, Claymore erlaubt oder nicht, AKU. Und heute gibt es nur noch drei, vier deutsche, ja gut, nicht nur deutsche Server, aber größtenteils nur noch so Ja, der Server, drei. größte Teil von den ist eh leer. Ja, eben, und dann hast du vielleicht drei, vier deutsche Server, wo etwas los ist und dann ist der eine Hardcore, das mag ich eh nicht so, ich stehe nur auf Soft. Dann. Also im Bett ist es ein bisschen anders jetzt, aber okay. Ey, Handschellen und so, ey, was ist los, ey? Weißt du, was los ist, ey? Genau, und sonst gibt es ja echt in Nuketown, meistens Sprengkommando. Hier war es jetzt Herrschaft, das Game ist aber schon etwas älter. Und Herrschaft ja. mag ich gar nicht, Upton. Ne, da sind die Spawner wieder total verkackt, Alter. Ja. Aber Sprengkommando, das war früher der geilste Modus, ey, und das ist es noch heute. Ja, wir haben, wann haben wir dem letzten, wo ich das eine Gameplay von Black Ops, wo ich da gefragt habe, ob die nochmal im Dual-Commentary mit dir sehen wollen, haben Genau. wir doch auch Sprengkommando gespielt, da haben wir sie auch komplett zerstört. Also Sprengkommando ist unser Modus, da kann uns keiner was mehr machen. Ja, da haben wir schon ziemlich früh angefangen. Ja, ist da, da bin ich in den Clan angekommen. Und dann haben wir gleich am Anfang hier Black Ops Sprengkommando auf Nuketown gespielt. Und dann gleich am Anfang, am ersten Tag, wir haben uns vorher nicht gekannt. Ich habe ihn, glaube ich, vorher mal angeschrieben, wegen Dual Commentary oder so. Und Ja. dann war zufällig am TS, weil ich damals irgendwie gefragt wurde, hey, hast du Bock? So Clan und so. Ich so, hey, komm ich TS? Dann haben wir zusammen gespielt und es hat gleich so voll gefunkt und so. Also wie Schmetterlinge im Bauch und so. Ja, aber das Spielverständnis war Das einfach da. erste, was wir haben, war Clan War, ne? Ja, Claymore gegen InControl war das, glaube ich. Ich habe Der komplett zerstört. davor habe ich noch nie so ein Clan War gespielt. Ich glaube, die ersten 4 Runden habe ich 0-4 gehabt und dann ging es hier los. Ey. Dann ging hier bäm, 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 Alter. Und dann haben wir uns abgesprochen, dass der JB, du kommst jetzt mit mir und dann ging's los. Dann nee, haben wir Also einen nach der war schon gut. anderen weggerotzt hier, ey. Joa. Und dann mehr gibt es eigentlich zu unserer Story, gibt es eigentlich nicht mehr viel. Wir haben einmal auf einem Server gespielt, wo wir zufällig, wo kannten wir uns noch gar nicht, wo wir zufällig damit miteinander gespielt haben, ne? Wo Genau. der Alex aufgenommen hat. Genau, das war richtig geil. Der meinte, also ein Freund von mir meinte dann so, ey, ich habe ein Gameplay, wo Rambo mitspielt. So, hey, was laberst du, Alter? Und da war so zufällig gespielt. Ich weiß, da war ich Prestige 2 oder so. Und da habe ich gegen meinen Freund gespielt, der die Aufnahme hatte. Und da ging es bei uns beiden darum, halt irgendwie mit der Pumpe zu spielen und uns gegenseitig zu killen. Und keine Ahnung, es war ein richtig geiles Battle. Ich habe da, glaube ich, mit 6 Kills gewonnen und er hat mich 5-mal gekillt. Und er hat Rambo zufälligerweise, glaube ich, gegen mich gespielt oder so. Und Ja. ja, das ist uns erst im Nachhinein eingefallen. Jetzt hat man das erst dann gemerkt, nachdem er es so gesagt hat. Und ich glaube, es ist sogar auf deinem Kanal hochgeladen. Kann das sein? Ja, das kann sein. Das kann sogar sehr gut sein. Habe ich von dem letztens erst angeguckt nochmal. Das ist so ein Ja. Split-Screen-Gameplay. Da sieht man den JB seine Seite und meine Seite. Dann kann das sein, dass Da ich war dich ich gerade mal verlinke. Level 40 oder so.
Ja, das, du warst damals schlecht, du bist heute schlecht und das wird auch Ich nie weiß besser. doch. Ich weiß doch, ich kann mich leider nicht bessern. Es geht nicht. Es ist impossible. Mission Okay. impossible. Ja, und ja, Boah, guck mal also den Hacker an! ich wusste denn Durch die los. Wand, durch die Wand nochmal nachgezogen, ey. Pass auf, jetzt kann ich noch was sagen, weil viele Leute, immer wenn ich ein Black Ops Gameplay hochlade, das ist bestimmt bei dir auch so, kriege ich danach ein paar PNs, kannst du mal Tipps zu Black Ops geben, weil ich bin in Black Ops nicht so gut. In MW2 bin ich echt einigermaßen okay, aber in Black Ops kann ich echt gar nichts und du bist so gut in Black Ops. Da denke ich mir auch immer nur so, ja, so richtige Tipps kann ich einem nicht geben, oder? Nee, also bei uns ist es halt immer so, wenn wir Black Ops spielen, dann spielen wir im Team und dann eigentlich Nuketown, Sprengkommando und das ist eigentlich immer die Zerstörung. Und ich lese heute noch Kommentare bei meinem Nuketown Gameplay, was ich vor einer Woche, 2 Wochen hochgeladen habe. Das war, glaube ich, ein 76-2 oder so. Und da habe ich halt irgendwie mal 3, 4 Leute durch die Wand geholt und ein oder andere, der meint dann irgendwie so ein klarer Aimbot. Also da ist echt eine Riesendiskussion entstanden und keiner weiß so richtig, was er glauben soll. Da habe ich mir das Video nochmal angeschaut, als größten Teil war dann Blackbird oben und Michi aka Likes, der hat mich schon öfters gesehen, also der war schon öfters bei mir und hat gesehen, wenn Blackbird oben ist, dann schaue ich gar nicht mehr auf den Bildschirm, sondern nur auf das Radar und schieße dann einfach so. Das kommt einfach so, das ist ja wie beim Call, Einfach so ne? aus dem Gefühl. Ja, und wie beim Call, wenn das Gefühl passt, dann kommt da schnell hier, ne? Nee, Das das. ist halt so, entweder man hat ein Gefühl dafür, wo man hinschießen muss durch die Wand, wenn Blackbird oben ist, oder man hat es halt nicht. Genau, Ist einfach und so. bei Sprengkommando zum Beispiel im Angriff, da kannst du ja durch die Garage ballern, du kannst da oben am Fenster, da gammeln sie ja öfters, also da musst du einfach nur, boah, Vibrato, was ist da los? Ist aber ein Handy. Da musst du einfach nur durch die Wand schießen und ja, mehr gibt's dann zu sagen, also vielleicht kann ich ja mal so ein kleines Video machen, so, da schießt du durch und da machst du Kill-Kill, hast du Chopper und dann geht's brrr, alle weg. Ja, in Black Ops wird man eh allgemein sehr schnell als Hacker geflamed, finde ich. Schneller als in anderen CODs. Ja, ich Also glaube, in MW3 ist am damals. schlimmsten. Ja, damals war es echt schon heftig. Also Da, da. damals war ja, die kannten uns schon, bevor wir auf dem Server überhaupt drauf waren. Die haben gebetet, dass wir nicht kommen, glaube ich. Wir wurden, glaube ich, auf so vielen Servern gebannt. Das ist unglaublich. Aber die gibt es ja alle nicht mehr. Zum Glück, kann man eigentlich sagen. Und Ja. ja, ich habe vier Free-for-All-Server in meiner Liste. Und einer funktioniert noch. Und das ist halt Nuketown. Und die anderen bin ich halt gebannt. Und da gibt es noch so einen richtig geilen Server. Das ist ein 18-Mann-Server. Deutscher. Free for all, Hardcore, 18 Mann. Und da ist Campen sogar erlaubt. Und da war ich drauf und denk mir so, was ist da los? Aber die letzten gegen 12 Teammates gespielt, den Server gehört und alle gegammelt. Und die so, ja, Campen ist erlaubt. Ich so, okay, wo bleibt der Spaß? Aber Ja, naja. also Campen erlauben ist schon eine Sache für sich. Also wer das mag, Respekt. Boah. Ja, ich sehe gerade, Gameplay ist gleich zu Ende in 10 Sekunden. Endscore ist 115 zu 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, du. Und übergebe das letzte Wort den Rampö. Ja, Mai, also wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann müsst ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben. Das wird, denke ich mal, auf beiden Kanäls, whatever. Hochgeladen, also bei mir und Javelin Brothers. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und Und wenn es euch gefallen hat, dann müsst ihr 1337 Daumen nach oben geben. So. ja, darf Eiskalt. man. Kein mehr, Oder kein wenn es euch weniger. gefallen hat, müsst ihr einfach Penis in die Kommentare schreiben. Okay, Rambo hat einen kleinen Penis. Das war's. Das Wort zum Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Wort ist doch da. Nimm mir in den Mund, du kleiner Lutscher, du. Nimm ihn, Mann!